Hallo meine Lieben, neulich war es die Mischung für den Herrn, heute ist es die Mischung für die Dame. Es ist eine süße Brotmischung für deinen Lieblings-Prosecco. Das heißt, diese Mischung wird mit Prosecco angerührt. Und es sind Beeren drin enthalten und ist dann mehr so die süße Variante. Und ich bin gespannt, was ihr dieses Mal sagt. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst uns zusammen backen. In der Packung mit der Brotmischung ist eine Tüte Backpulver enthalten. Die kommt dann noch dazu. Ansonsten kommt jetzt diese Backmischung in eine Schüssel. Das Backpulver kommt dazu. Und 200 ml Prosecco. Das Ganze jetzt gut vermischen. Ich fange immer erst mit der Gabel an. Das mag ich immer am liebsten, wenn sich erstmal alles schön vermischt. Geht es mit den Händen weiter. So lässt sich das am besten richtig schön verkneten alles. Zum Schluss knete ich noch auf den Tisch. Das ist einfach bequemer als in der Schüssel. Da dieser Teig mit Backpulver gemacht ist, muss man den auch nicht gehen lassen. Der Teig ist fertig und kann jetzt direkt in die Backform und in den Ofen. Gebacken wird jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 40 Minuten. Die süße Brotmischung ist jetzt fertig gebacken und ihr seht, die sieht wunderschön aus und ich schneide es jetzt gleich mal auf, damit ihr seht, wie sie innen aussieht. So sieht dieses Brot jetzt innen aus und ihr seht, wie wunderschön diese Beeren auch da drin sind. Also ein wunderschönes, leckeres Brot. Und ich schneide mir jetzt noch ein paar Scheiben ab und werde sie dann genießen. Also ich werde jetzt mein Brot und ein Glas Prosecco dazu auf der Couch genießen. Und ich wünsche euch auch viel Spaß und viel Erfolg beim Backen so eines Brotes. Wo ihr die Backmischung bekommt, in der Infobox steht es drin. Es ist ein Online-Shop von der Kunstmühle Hofmeier. Wünsche euch dann ganz viel Erfolg und viel Spaß dabei. Hinterlasst mir einen Kommentar, sagt mir, wie es euch gefallen hat und vor allen Dingen einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wünsche euch guten Appetit und bis bald.